Die Geschichte, die wir heute erzählen, ist die Geschichte von Mission Adventure, dem Skooli, der Sandra, die sitzt da hinten, und dem Lennox, der ist da vorne. Das ist, ich bin gerade am gucken, ist ein Mädchen, oder? Nee, ist ein Junge. Ja, man kann es nicht so gut sehen wegen den Haaren unten drunter. Denn heute am 11. Januar 2022 ist Sandra hier. Sie kommt aus dem Saarland, sie nickt. Guck mal gerade, du bist Saarländerin. Ich wohne ja quasi, kann man so nicht sagen, ich wohne ja in Frankreich. Und wir werden heute mal ein bisschen die Geschichte erzählen. Das ist ein Wohnmobil, oder? Ja, das ist ein umgebauter Schulbus. Also original kommt er aus den Staaten. Und wir haben ihn zum Wohnmobil ausgebaut. Ja, der war schon diverse Mal im Fernsehen. Unter anderem macht der MDR, glaube ich, gerade einen Bericht, wie der gebaut wurde. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen aus vielen Menschen, oder? Ja, das sind ganz viele Freunde, die da mitgeholfen haben, mir das zu ermöglichen. Also ich hatte die Idee und habe aber natürlich ganz viele Leute gebraucht, die da mitziehen und die mich da unterstützt haben. Ja, du bist im Rollstuhl, ich zeig's mal gerade. Das sind ja viele Menschen, das ist jetzt nichts Besonderes, aber das Besondere ist, du fährst diesen Bus, sage ich jetzt mal. Das ist ein Schulbus, ein alter Schulbus oder ein umgebauter Schulbus aus Amerika, nehme ich an. Du fährst den selber, dazu braucht man schon mal einen Führerschein Klasse 2 LKW. Und ich sag mal, du kannst den auch komplett alleine bedienen. Das heißt, ja, du bist ja jetzt alleine hergekommen, du kannst alleine aussteigen. All das werden wir mal zeigen. Ja. Da muss man viele Dinge berücksichtigen, oder? Ja, das war mir extrem wichtig auch, dass das alles allein funktioniert. Weil ich will nicht immer auf jemanden angewiesen sein. Das mochte ich schon als Fußgänger nicht und das mag ich als Rollstuhlfahrerin immer noch nicht. Von daher war das eigentlich das Hauptaugenmerk, dass das alles funktioniert. Ja, hier ist ein schöner Platz. Wir sind im Saarland. Wo sind wir ganz genau hier? Wir sind ganz in der Nähe vom Flugplatz in Saarlouis-Düren. Ja, der ist quasi so 100 Meter, 50 Meter Luftlinie. Ja, normalerweise ist hier auch immer viel Betrieb, jetzt bei dem Wetter. Hier wird Fallschirm gesprungen, das hast du auch mal gemacht, oder? Genau, ja. Das habe ich ziemlich intensiv gemacht. Ja. Ein paar Jahre lang und ist leider aber auch der Grund, warum ich jetzt im Rollstuhl sitze. Ja, passiert. Man kann sich ja heute im Alltag verletzen, jederzeit. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sage ich jetzt mal. Hast du ein paar kennengelernt? Oh, definitiv. Super Leute kennengelernt. Also das ist auch etwas, was ich nicht missen möchte. Ich habe wirklich ganz tolle Leute auch nach dem Unfall kennengelernt oder durch den Unfall oder durch Reha oder was auch immer und habe da auch mit vielen noch Kontakt. Und wie lange ist das her, der Unfall? Das ist jetzt 5 Jahre her. 5 Jahre ist gar nicht so lang, also wenn man überlegt, dass das ist. Und ja, werden wir uns gleich mal drüber unterhalten. Aber dieser Schulbus, den gab es schon vorher? Den gab es vorher, der war aber noch komplett leer, als ich ihn gekauft habe. Jemand vor mir hatte dieselbe Idee, hat sich den aus Amerika importiert und wollte den ausbauen und hat aber dann den LKW-Führerschein nicht mehr verlängert gekriegt. Und das war dann der Grund, warum er ihn verkauft hat und dann kam er zu mir. Ja, es gibt ja Anforderungen, LKW-Führerschein, den als Rollstuhlfahrer zu machen. Da wird man ja schon ausgeschlossen, wenn man nur ein bisschen schlecht sieht. Ja, und das ist und dann, du kannst nicht gehen aus eigener Kraft. Wie lief das? War das schwer? Also der LKW-Führerschein an sich war jetzt gar nicht so schwer, aber eine Fahrschule zu finden, wo du das umsetzen kannst, nämlich einen umgebauten LKW, ja, einen Fahrschul-LKW, das war eigentlich die Schwierigkeit. Ich habe nur einen gefunden, der war in Göttingen. Ja. Und, das war wer? Wer war das? Wenn du es noch weißt. Das fällt mir der Name gerade nicht Göttingen, ein. Göttingen, wir finden das raus. Ja, das genau, ja, muss ich nochmal in mich gehen. Ja, und da war ich dann 2 Wochen am Stück. Ich habe die Theorie und alles hier absolviert und bin dann nur quasi nach Göttingen, um die Praxis dort umzusetzen und habe dann 2 Wochen am Stück jeden Tag mehrere Fahrstunden gemacht und dann auch die Prüfung abgelegt. Und dann war ich mega happy, als ich dann endlich selbst fahren durfte. Ja, es ist ja so, wenn man ja so Sachen macht wie Fallschirmspringen, dann hat man ja so ein Bild im Kopf, was man erreichen möchte. Ich will mal Fallschirmspringen. Wann hat das angefangen bei dir? Oh, das war eigentlich, war nicht immer so ein Ziel. Also ich habe immer mal Lust gehabt auf einen Tandemsprung. Ja. Und zum 30. Geburtstag habe ich mir das damals gewünscht. Und dann hat meine Familie mir das geschenkt und ich habe das gemacht und ich habe gesehen, okay, das kann man auch als Hobby machen. Hm. Und ich bin auf diesem Tandemsprung so hängen geblieben, dass ich dann auch unmittelbar direkt mit der Lizenz angefangen habe und das dann mehrere Jahre auch auf Meisterschaften,
Meisterschaften. Das heißt, du warst richtig aktiv dann im Teams auch, oder? Ja, im Team. Ich bin auch auf der Meisterschaft, also Deutsche Meisterschaft 2016, bin ich verunglückt. Oh je, da werden wir uns gleich mal drüber unterhalten. Aber das Leben geht weiter, wie man sieht. Ja. Du hast den Schulbus fertig gebaut oder zusammen mit deinen Kollegen. Wie lange hat denn das gedauert? Ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr haben wir gebraucht, okay. Ja. Uns schön geworden. Jetzt ist ja kalt, um die 0 Grad waren heute Nacht. Ist der wintertauglich? Ja, ist er schon. Also es gibt natürlich Sachen, die kann man noch verbessern, aber es ist eine Heizung drin. Also innen ist es warm. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahren würde, wo es Minusgrade sind, dann müsste ich noch die Wassertanks isolieren und vielleicht beheizen, sowas. Aber ansonsten, innen ist es auf jeden Fall kuschelig. Das ist ein Diesel, oder? Ja. Diesel. So, jetzt werden wir eins machen. Wir gehen vielleicht mal einfach mal drum rum, dass wir das Ganze sehen. Also wir sind, es ist irre lang. Also ich kann nur schätzen, ich denke mal so 10 Meter, 12 Meter. Ja, 11,20 Meter ist er. Beziehungsweise wenn die Gasbox haben wir hinten noch dran, dann ist er ja 11,40 Meter so. So, das ist der Lennox. Der war auch schon da vor dem Unfall? Der war auch schon da vor dem Unfall tatsächlich, ja. Ja. Hm? So, das heißt also, viele Sachen, die sind übernommen worden. Und jetzt, wie man das sieht, powered by Kempf. Wer ist Kempf? Kempf hat mir den Gasring eingebaut, also damit ich das Ding überhaupt mit den Händen fahren kann. Ja. Also Gas und Bremse manuell mit den Händen bedienen kann. Das ist ein außergewöhnliches Projekt, muss man sagen. Also Gas mit den Händen bedienen bedeutet, wie in der Fahrschule, da gibt es ja umgebaute Autos, PKWs, da kennt man das. Aber LKW, da ist das nicht so oft, oder? Nee, also das war auch für die wirklich... Novum. Ja, Novum. Also die haben sich, ich habe denen das im Voraus gesagt, habe gesagt, könnt ihr euch das vorstellen, das zu machen bei einem amerikanischen Schulbus? Und die haben, glaube ich, am Anfang ein bisschen geschmunzelt, ja, komm mal vorbei, wir gucken uns das an. Und dann war ich da und die waren total begeistert und haben gesagt, wir machen das auf jeden Fall möglich und haben sich da so ins Zeug gelegt und ja. Ja, cool. Da oben ist dein Logo. Wer hat das Logo entwickelt? Ich. Du hast es entwickelt. Ich habe am Anfang, als ich auf deiner Webseite war, habe ich es gar nicht richtig erkannt. Man muss zweimal hingucken. Also da bist du quasi auf dem O und dein Hund ist auf dem O mit drauf, Scooly. Und das Ganze ist natürlich, wie sollte es anders sein, das ist das rosa, pink? Das ist lila. Lila. Ja, also tatsächlich war ursprünglich mal pink geplant, habe ich aber nicht so gekriegt in der Farbkonstellation, wie ich es haben wollte. Und dann ist es lila geworden. So, das ist der Gaskasten, hast du schon verraten. Da ist ein QR-Code drauf, wo kommt man da hin? Auf die Instagram-Seite. Du hast einen Instagram-Kanal, wie viele Leute folgen dir? 1500. So, das wollen wir mal ändern. Also wenn ihr Instagram habt, ja, liebe 9 Millionen Zuschauer, die wir mittlerweile haben, dann geht mal bitte auf diesen QR-Code. Da steckt was dahinter, Instagram? Da steht mein Profil dahinter. Also ja. Achso, Schoolie Mission Adventure. Schoolie Mission Adventure. Ich zeig's mal gerade. An der Seite steht es nämlich drauf. Mission Adventure. Hier vorne ist es drin. Und Schoolie Mission Adventure. Kann man das auch googeln? Kommt man dann auch auf Instagram? Also das ist gut vernetzt. Du hast aber auch eine Webseite, oder? Ich habe eine Webseite, genau. Da kommt man überall hin. Also auch von der Webseite kommt man auf Instagram und ja. So, ich zeig's mal gerade. Ja, du hattest einige Sponsoren. Das war auch ganz gut. Unter anderem wurde dir das Klo mehr oder weniger gesponsert. Das war auch ganz gut. Das ist nämlich eine Trockentrenntoilette. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, du hast eine irre Reichweite damit, oder? Ja, also das ist wirklich super. Die Separette, mit der bin ich mega zufrieden, weil es ist nicht viel Arbeit. Es riecht auch nicht. Und ja, also ich bin mega zufrieden damit. So, da vorne, man sieht es kaum am Horizont, da startet ein Flugzeug. Ist das ab und zu mal, dass du nochmal springen möchtest? Oder ist das möglich zu springen, wenn man im Rollstuhl sitzt? Ja, es ist schon möglich. Also ich habe es immer noch nicht ganz abgeschrieben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt wieder. Also ich lasse es offen. Okay, super. So, komm, jetzt schauen wir mal kurz unten drunter. So ein Schulbus, wenn man den ja kriegt, der muss ja irgendwie überführt werden. Ich nehme an, der alte Besitzer hat dir so ein bisschen was erzählt über die Story. Wo kam der her? Ja, da fragst du mich was. Virginia war das, glaube ich. In der Nähe von Virginia war der. Mhm. Und die werden ja nach einer Zeit dort abgestoßen, auch wenn die gar nicht so alt sind. Also das ist jetzt kein Oldtimer, der ist 2004er Baujahr. Hatte, ich glaube, 170.000 Meilen. Und ja, ansonsten hat der den ein bisschen
angepasst auf die deutschen Straßenverhältnisse. Musste ja die Lichter und alles entsprechend anpassen. Das hat er mir quasi abgenommen. Das ist so ein phänomenales Bild. Wenn du mal gerade hier auf meinem Monitor guckst, guck mal durch, wie der aussieht. Ja. Ist das nicht gigantisch? Ja, ist cool. Und ja, der wirkt auch irre lang. Die Breite ist 2,40 Meter? Was ist der? Ist 2,40 Meter, richtig, ja. 2,40 Meter Breite, das heißt, also der lässt sich eigentlich, wenn man sich dran gewöhnt hat, fahren wie ein Pkw, oder? Der lässt sich super fahren. Also da hatte ich am Anfang auch ein bisschen Bedenken, aber das ist wirklich, lässt sich super fahren. So, wo ist die Rückfahrkamera? Die Rückfahrkamera ist da oben über Powered by Camps. Ah, da ist sie. Denn ich kann mir vorstellen, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, du hast riesige Außenspiegel, die können wir gleich mal zeigen. Ja. Dann ist das Coole natürlich bei so einem Schulbus, der ist ja schon vorbereitet für Leute, die nicht gut gehen können, die einen Rollstuhl haben. Und die hintere Tür, die war schon so, oder? Die war, ja, also die Tür war da, aber wir haben das halt alles so gemacht, dass ich das auch per Knopfdruck bedienen kann, weil an den Griff, den man da sieht an der Tür, bin ich nicht rangekommen. Der ist zu hoch für mich, deswegen musste das alles elektronisch gehen und da haben wir ganz viel Arbeit und Schweiß und Ideen reingesteckt. Ich habe es eben schon gesehen, das werden wir aber gleich erst zeigen. Die Katze werden wir aus dem Sack lassen gleich. Hier unten drunter ist der Motor oder was ist hier? Nee, da unten haben wir die ganze Elektronik. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt offen habe. Doch, habe ich. Das ist offen, super, können wir mal reingucken. Weil das interessiert ja die Leute. Ihr habt ja viel Technik drin, also all das, was man aus dem Wohnmobil kennt. Batterien, Wechselrichter, jawohl. 230 Volt hast du an Bord. Ja. Der Elektroblock, der Solarregler und ja. So, liebe Firma Büttner, ihr seid ja echt beliebt hier. Hier vorne ist der Standard-Elektroblock, kennt man, schaut aus vielen Standard-Wohnmobilen. Funktioniert? Ja, wieder. Wieder. Letztes Jahr hat er mal kurz den Geist aufgegeben und da habe ich ihn tatsächlich auch zur Schau zurückgeschickt. Und das war aber ganz schnell gelöst. Die haben das tatsächlich relativ schnell gefunden, das Problem, und haben das behoben und wieder zurückgeschickt. Da war ich ganz happy mit. So, das ist die Starterbatterie oder was ist das? Nee, das ist die Wohnraumbatterie. Das alles? Ja, 230 Amperestunden. 230 Amperestunden. Ja. Bleigel nehme ich an, ja, oder ganz normal. Das langt? Bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Das heißt, du hast keinen Stromgenerator oder so zusätzlich? Nö, mhm, brauchst du nicht. Nee, ich habe die Solaranlage obendrauf. Bis jetzt hat es eigentlich gut funktioniert. So, da ist ein Knopf. Was kann der? Der kann die Tür aufmachen, das ist mein Notschalter. Wenn also, ich das heißt, du kannst abschließen und dann, falls ja, die Fernbedienung nicht... Denn du hast eine Fernbedienung, da ist ein kleiner Tank. Wozu ist der? Das ist der Pipi-Tank. Da geht es Pipi rein? Da geht Pipi, okay, rein. Super. Das heißt, man kann denen entleeren und der hält dann relativ lange. Da vorne ist so ein kleines Ventil, kannst was drunter stellen, ablassen. Genau, so ist es, ja. So, denn das ist ja eine Trockentrenntoilette. Ich sag mal, das groß, da kommt man weit mit, oder? Ja, wobei, ich meine, das machst du sowieso alle 2-3 Tage leer. Also. Okay. Das fängt an zu riechen oder riecht man gar nichts? Nö, eigentlich riecht man nichts. Also wenn eher was anfängt zu riechen, dann ist es tatsächlich das Piepen, ja. Okay. Das kenne ich, außer ich will da nicht ins Detail gehen. So, hier vorne, da ist die Öffnung, das ist der Landstrom. Also, das ist Landstrom, genau, ja. Gut, da hat mich übrigens letztes Mal einer korrigiert, hat gesagt, das ist kein Landstrom, das ist ein externer Stromanschluss. Bei Booten würde das Landstrom heißen. Ja, dann. Gibt ja immer Leute, die... So, dann Reifen. Das ist der original amerikanische Reifen, nehme ich an, der drauf ist. Nee, ist... Hat tatsächlich der Vorbesitzer schon gewechselt gehabt. Ja. Es gibt nämlich viele Dinge, die man nicht kriegt, ja. Oft ist ja in Amerika auch das Werkzeug anders und so. Ist das hier auch so bei dem? Ja, bei ein paar Sachen sind wir da auch... aufgefallen, aber wir haben alles hingekriegt. So, der hat viele kleine, süße Fensterchen. Ja. Sind die denn auch warm zu halten im Winter? Das heißt, also ist das jetzt Isolierverglasung oder ist das eher so? Nee, keine Isolierverglasung, denke ich mal nicht. Also die sind getönt von Haus aus, aber ansonsten, ich finde, die Wärme hält sich eigentlich ganz gut im Bus. Wir haben ansonsten halt relativ gut isoliert. So, ist das jetzt ein Backofen im Sommer, oder? Nee, es geht eigentlich. Dadurch, dass man auch so viele Fenster hat, die man öffnen kann und auch die Dachluken, die man öffnen kann und von hinten und vorne aufmachen kann, zieht es sich eigentlich ganz gut durch. Jetzt überlege ich gerade, wo das zweite O herkam von deinem Hund. Hinten. Hinten? Scully? Scully, Doppel-O. Ja. Okay, das war nämlich gar nicht mischen. Okay, gerade... So, hier vorne ist eine Klappe. Was kann die? Heizung? Nee, das ist so Stauraum. Da haben wir unseren Grimmskrams drin, den wir so brauchen, wie Stromkabel und Wasserschlauch und
bisschen Werkzeug. Genau. Okay, ja. Das ist so toll. Und ein Grill. Ein Grill. Ein schöner Grill. Ah, den kenne ich, den Q von Weber, den kleinen. Ich habe ihn leider noch nie ausprobiert. Das ist ein Fehler, das ist ein guter Grill. Ich weiß. Aber ich kriege jetzt demnächst noch eine Markise und dann wird auch der Grill ordentlich ausgepackt. Liebe Markisenfirma, ja, ich denke da nämlich an eine ganz spezielle, ja. Wenn ihr zufällig noch eine Markise übrig hat, Länge, wäre natürlich schön, wenn sie so 6 Meter hätte. Ja, also mindestens 4 Meter. Mindestens 4 Meter, also 4, 5 oder 6 Meter. Ruft mich an, wir werden das auch mal dankend, ich sag mal, senden, denn das geht ganz schön ins Geld, wenn man sowas ausbaut. Und man muss sagen, es gab da auch viele, die sich daran beteiligt haben, oder? Ja, Gott sei Dank. Also ich habe da so einen Spendenaufruf gemacht mit GoFundMe. Und da haben wirklich ganz viele Freunde, Bekannte, aber auch wildfremde Leute gespendet und mich da unterstützt. Das war schon super. Das war schön zu sehen, weil ist normalerweise reden ja die Leute immer viel und machen vielleicht wenig, aber da kam schon was zusammen. Ja, da kam einiges zusammen und wie gesagt, es kam auch einiges an Material zusammen, ne? Also oder Arbeitsleistungen, die Freunde da reingesteckt haben. Das muss man ja auch mal würdigen. Da vorne ist er. Der läuft nicht weg, oder? Nee, der läuft nicht weg. Hm. Ist der geile Hund. Was ist das für ein Hund? Ist das ein Mischling? Nee. Das ist ein Mischling, ja, aus Rumänien. Ja, Rumänien. Ja, der ist nämlich voll hübsch, ja. Man denkt so, dass da so ein Collie oder irgendwas, aber man weiß es nicht, oder? Nee, man weiß es nicht so richtig. Aber er ist der tollste Hund der Welt für mich. Ja, ist nämlich am Anfang ein bisschen scheu gewesen, gar nicht böse. So, jetzt gucken wir mal nach vorne. Der Radstand, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Das kennt man so von deutschen Fahrzeugen ja kaum. Du hast einen riesen Heck hinten, dann hast du vorne, also eigentlich fährt sich das Ding wie ein Auto. Das heißt, du bist ja normalerweise beim Bus, beim Reisebus, bist du ja hinter den, du bist hinter den Rädern. Mhm. Du bist vor den Rädern. Also, beim Reisebus. Ja, beim Reisebus, ja. So, aber hier, das fährt sich wie ein Auto, oder? Ja, fährt sich super. Also man muss halt immer gucken, wo der Popo hinten hingeht und ansonsten Spiegel im Auge behalten. Aber er ist zu fahren, weil das war jetzt auch hier die Anfahrt, die war jetzt relativ eng. Also ich bin sie ja eben gefahren, da gibt es so eine Kehre, wo du also gerade so abfahren kannst. Das ist eine Frage der Übung, oder? Ja, klar. Man muss sich auch ein bisschen trauen. Also ich bin auch schon durch Straßen durchgefahren, wo ich gesagt habe, oh Gottes Willen, da komme ich niemals durch. Aber es geht. Also es ist machbar. So, das Thema, ganz große Thema, ist natürlich Barrierefreiheit, wenn du unterwegs bist, auch auf Plätzen und so weiter. Jetzt musst du ja nicht überall hin. Hat sich da ein bisschen was getan? Weil, ich sag mal, es gibt ja Vorschriften jetzt in Europa. Es muss ja alles Neue, muss ja jetzt barrierefrei gebaut werden. Oder ist da noch viel Potenzial nach oben? Da ist noch viel Potenzial nach oben, definitiv, ja. Also, ich glaube, Deutschland ist ganz weit hinten, was Barrierefreiheit angeht. Also, ja. Was ganz vorne ist, ist natürlich Holland zum Beispiel. Oder ich war jetzt gerade erst in Spanien gewesen mit dem Bus. Ich war so überrascht, wie barrierefrei die sind. Also ich war ganz verdutzt, muss ich echt sagen. Dann will ich das gleich mal zeigen, wenn du ankommst. Also es ist ja auch so, Einweisungen, Plätze. Du stehst ja also jetzt unten an der Mosel, habe ich den auch gesehen, witzigerweise. Da haben wir uns beide gesehen. Aber wir hatten irgendwie, kamen wir nicht zusammen, weil du schon weg warst, bevor ich dann kam. Der Platz ist natürlich genial in Klösserath. Ja. Das heißt, besser geht nicht, oder? Ja, der ist schön eben. Das ist halt immer gut, ne? Weil wenn du mit dem Bus so schräg stehst und ich roll in dem Ding da ungewollt ständig hin und her, das macht halt nicht viel Spaß, ne? Und je ebener, umso besser ist es natürlich. Und ansonsten brauche ich ja nichts. Ich brauche ja keine Sanitäranlagen. Ich habe ja alles dabei. Das ist alles dabei. Ja, trotzdem, also ich meine jetzt Unfall hin oder her. Danach ist man in der Rolle drin. Da kommst du auch nicht mehr raus. Und du kannst ja auch nicht fliegen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo einkaufen gehst und so weiter im normalen Leben, das ist schon eine Ungewöhnung. Das heißt, da merkt man auf einmal Sachen, als ob man mit dem Fahrrad fahren würde und sieht auf einmal andere Dinge, oder? Ja, definitiv. Ja. Also gerade wenn man einkaufen geht und die Sachen immer ganz oben stehen. Die auch noch am geilsten sind, oder? Ja. Weil die teuren Sachen immer oben stehen. Genau. Es ist halt immer blöd. Auf der anderen Seite sieht man auch viele günstige Sachen, die unten stehen. Nee, was ziemlich cool ist, es ist ja so eine Freundin von uns, die hat ja gesagt, hier, du musst sie unbedingt mal besuchen. Und dann hat die dich beschrieben als total lustigen, humorvollen Menschen. Hast du das verloren ein bisschen? Nee. Ich glaube, zwischenzeitlich schon, ja. Doch, ich glaube, so die ersten 2 Jahre war ich nicht so lustig. War nicht so lustig. Ja, ich denke auch,
da werden wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja auch so Dinge, wenn einem Schlimmes widerfährt, das ist mir auch schon mal widerfahren, wo man dann wahrscheinlich ewig drüber nachdenkt, wenn irgendwas an dem Tag anders gelaufen wäre, nur eine Kleinigkeit, ja, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert und so weiter. Aber das ist Schicksal, oder? Ja, also mache ich mir keine Gedanken drüber. Kann ich nicht ändern, macht mich nicht froh. Klar. Ja, ist ja ganz wichtig, dass man Leuten auch ein bisschen praktisch Hoffnung schöpft, denn man kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also selbst wenn man darüber erzählt, dass ich sag mal, wenn man dann sagt, das muss man erlebt haben, das muss kein Mensch erlebt haben, aber es ist so, naja, das sind deine Spiegel, waren die schon drauf eigentlich? Ja, das sind Originalspiegel und über die bin ich mega happy, weil du siehst quasi, wenn du drin sitzt, fast um den ganzen Bus rum. Also ein toter Winkel ist da eigentlich nicht so wirklich. Es geht ja auch um Kinder, die da vorbeilaufen könnten bei Schulbussen. Und die sind auf beiden Seiten. Ist natürlich genial, habe ich auch noch nie gesehen in Deutschland. Aber die sind halt Serie da, oder? Ja, die sind Serie. Also es gibt ja einige in Deutschland, die Schulbusse haben. Manche haben die Spiegel nicht mehr oder durften sie nicht dran lassen, was ich nicht verstehe, weil eigentlich muss der TÜV froh sein über solche Spiegel, weil der tote Winkel ist fast nicht mehr da. Es gibt ja eine neue Regelung, du darfst ja nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren, um rechte Kurven, das weißt du? Ja, das weiß ich. Ich habe ja letztes Jahr den Führerschein gemacht, den LKW-Führerschein. Von daher ist mir das alles noch ganz nah im Gedächtnis. So, da vorne hast du richtige Lampen. Das sind aber, glaube ich, so Blinklampen, die normalerweise signalisieren, ich stehe, da kommen jetzt Schüler raus und so weiter. Die habt ihr schwarz überlackiert, das war wahrscheinlich Pflicht, oder? Ja, genau. Das musste vom TÜV her geschwärzt werden. Die dürfen nicht mehr leuchten. Dürfen nicht mehr leuchten, eigentlich schade. Ja. Die dürfen auch nicht orange sein, oder? Nee. Das ist komisch, oder? Ja, ich weiß, dass zum Beispiel jetzt ein Feuerwehrauto darf zum Beispiel, die müssen irgendwie schwarz angemalt werden oben. Die Blaulichter dürfen auch nicht blau leihen, damit es auch ja nicht so aussieht. Was ist das jetzt für ein Hersteller, der Bus? Weißt du das? International. International? Ja. Was auch immer das ist, noch nie gehört, aber ich als Halbamerikaner. Und davon ist das Zeichen. Das ist das I. So, Motor. Direkt mal erste Frage. Es riecht so ein bisschen nach Diesellok, wenn man vorne dran ist. Der ist wahrscheinlich unkaputtbar. Hubraum von dem? Boah, du fragst mich was. Ich bin immer noch eine Frau. Ist nicht so schlimm. Also wenn wir ihn gleich mal anmachen, er funktioniert. Hat er Power? Leider nicht so viel, wie ich mir wünschen würde. Also ein bisschen mehr Power könnte er haben. Also er hat so, ich glaube, er hat ein kleines Problem, was aber noch keine Werkstatt irgendwie rausgefunden hat. In welche Werkstatt kannst du denn damit fahren? Das ist ein Problem, ja. Also ich habe ihn in drei verschiedenen gehabt, aber keiner hat das Problem irgendwie gefunden. Also jetzt irgendwas reparieren, das ging in jeder Werkstatt, oder? Nee, LKW-Werkstatt. Also wir haben jetzt letztes Jahr, als wir zum TÜV fahren wollten, ist das Lenkgetriebe hops gegangen. Das Lenkgetriebe war einfach kaputt. Mhm. Ist das Servo, oder? Ja. Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Ja, das war doof, dann haben wir ihn in eine LKW-Werkstatt gebracht. So. Du kannst gut lernen, nehme ich an, oder? LKW-Prüfung ist nämlich viele Fragen. Ich glaube, 2.500 Fragen, die man lernen muss, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, ob ich heute noch mal bestehen würde. Toll. So, Saluja, Kennzeichen. Wenn es ankommt, dann weiß ich schon. Dir zu helfen. So, wir gehen mal rein. Wir lösen mal, aber vielleicht noch ein, zwei Klappen, die wir öffnen müssen. Denn hier vorne ist noch eine schöne Klappe. Was ist da drunter, unter der oberen? Unter der oberen sind die Sicherungen. Ah. Oh, das sieht aber wüst aus. Doch, das ist geil. Lass mich das mal zeigen. Warte, ich filme mal gerade hier. Die Sonne ist gerade so schön hier. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt Fotos machen. Also die Wintersonne ist so richtig. Guck mal hier, da ist die Beschreibung drin, die uns genauso wüst aussieht. Das ist so der. Aber da wurde wahrscheinlich einiges nachgerüstet hier. Ja, ja. Also so ein paar Kabel kamen dazu und einige, also viele sind auch, haben wir rausgeschmissen, ne? Wir nicht mehr gebraucht haben. Die brauchen wir nicht mehr. Da unten drunter, was da? Da unten drunter, da haben wir die Batterie. Ah, für die Starterbatterie. Ja, genau. Die Starterbatterie. Oh, 12 Volt, zwei Stück nehme ich an. Nee, ist nur eine. Eine. Ja. Aber die hat schon nie... 30 Amperestunden. Die ist noch nie im Stich gelassen? Nee, bis jetzt nicht. Die hat der Vorbesitzer auch schon gewechselt. Also, er kam fix und fertig. Da vorne. In einem super Zustand, also das muss ich sagen. So, du hast einen Absauberkühlschrank, sehe ich schon, von der Matic. Was ist hier drunter? Da ist der Heizkessel. Nee, Quatsch. Du hast nämlich eine. Hier ist die Standheizung. Die alte. Die, ja, die funktioniert auch noch. Also die normale Standheizung ist das vom Bus. Der Stinker. Ja. Haben wir aber ehrlich gesagt noch nie benutzt. Aber zur Not wird sie gehen. Ja, genau. Wir haben sie instand setzen lassen. Und ja. Sie müsste funktionieren. Webasto übrigens. Webasto, ja.
für die amerikanischen Verhältnisse. Damit werden auch Reisebusse und so weiter beheizt. Ihr habt eine alte Heizung drin, genau. Eine Warmwasserheizung nehme ich an. Oder habt ihr die bei Wärmetauscher? Nee. Fußbodenheizung. Ja, genau. Fußbodenheizung. Da ist sie, eine 3020, ja. Ja. Habe ich übrigens auch. Tolle Heizung, funktioniert. Hast du einen Gastank? Hast du das? Ja, haben wir auch. Ganz hinten. Also ein Tank, das heißt, du kannst zur Tankstelle fahren, kannst betanken? Ja. Gut. Muss keine Flaschen schleppen. Was doch, also Gasflaschen schon, ne? Aber also die kann ich tatsächlich, das ist das Einzige, was ich nicht selber wechseln kann. Das können wir auch nochmal gucken. Ja. Der ist da hinten. So, da vorne ist übrigens das Wasser, ich zeige es mal gerade. Ja. Das drin ist, das ist der Wasseranschluss. Dann hast du hier oben deinen Kühlschrank, die Öffnungen, genau. Die da sind. Da waren wohl mal Fenster, wo Kempf steht. Da ist die Dusche jetzt. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Der ist irre groß. Also das ist, also wenn du dich über nichts beschweren kannst, aber Platz hast du da genug, oder? Ja, genau. Also so. Hier sind die Gasflaschen quasi drin. Okay, glaub, das heißt, man kann so, ja, ich kann mal drunter gucken. Also da stehen ja zwei Stück, ja. Zweimal 11 Kilo, ja. Die da sind. Und du hast aber keinen Gastank, wo du... Ach so, für den Bus selbst. Für den Bus selbst, nee. Okay, das heißt, du fährst dann und tauschst die Flaschen. Ist da jemand immer so nett, der und dir hilft? Ja, da habe ich noch keine Probleme gehabt. Und so schnell sind die ja auch nicht leer. Also ich sag mal, wenn du im Sommer unterwegs bist, nutzt du ja eigentlich nur zum Kochen das Gas und vielleicht zum Kühlschrank, für den Kühlschrank. Aber das hält sich eigentlich relativ lange. Und du bist oft unterwegs? Ja, so oft es geht. Ja. Am liebsten. Also wenn du mal natürlich unterwegs bist, du bist an der Mosel, du bist dann natürlich der Star mit dem Bus. Also viele Leute kommen auf dich zu. Bist du so ein Typ, der gerne mit Leuten spricht? Oder ist das manchmal so, wo du sagst, ich will mal eine Ruhe? Och, klar, das hat, glaube ich, jeder mal. Also, aber wenn jetzt jemand kommt und nett fragt, und dann gebe ich da schon Antwort drauf. Also, der darf auch mal reingucken, oder? Sicher, klar. Sicher. So, komm, wir zeigen mal, wie er aufgeht. Denn Leute beschweren sich ja immer hier, hättest du direkt mal zeigen können, aber nein, ihr müsst doch mal warten. In Minute 27 zeigen wir jetzt mal die Fernbedienung. Meine kleine Fernbedienung in meinem Sicherheitscase mit meinem Notgroschen. Und 50 Euro noch drin. So, dann öffnet sich das Ganze. Simsalabim. Das heißt, du hast ein Servo für die Tür allein. Ja, genau. So, jetzt, dann geht sie langsam auf. Ja. Gab es mal einen Moment, wo es nicht ging? Ja. Ab und zu stoppt sie mal kurz. Ich weiß aber noch nicht, was das Problem ist. Und dann drücke ich nochmal drauf und dann geht's eigentlich. Also es war noch nie, dass gar nicht ging? Nee. Okay. Warte, ich zeig mal gerade, da oben ist ein Arm nämlich drin. Genau, das ist so ein Gartentor. Wie nennt man das? Antrieb, ja, genau. Also ein Gartentorantrieb und der geht dann hier rein. Das da ist die elektrische, also ein Servomotor mit drin oder so ein Spindelmotor. Das ist quasi, um den Hebel zu entriegeln. Also um zu entriegeln und dann geht quasi erst ja, der Gartentorantrieb los. Das ist alles so. Das sieht sehr, sehr aus, als käme es aus den Staaten. Made in America steht sogar drauf. Warte mal, hier unten. Das also ist die Rampe. Ja, die Rampe. Die Rampe selbst. Original vom Bus. Also die war schon drin? Die war schon drin, tatsächlich. Genial, oder? Ja, und deswegen war es irgendwie auch mein Bus, ne? Also er kam, sah und siegte, also... So, das heißt von der Breite her, du bist ja jetzt ein schmales Mädchen, aber das könnte auch ein breiter Fahrer sein. Es gibt die Rollstühle in verschiedenen Breiten eigentlich? Ja, natürlich, gibt's. Ja. Das heißt, wenn du schmal bist, hast du einen schmalen? Genau. Je schmäler, desto sinnvoller in der heutigen Welt, oder? Umso praktischer, ja. Also es gab schon einige Fälle, wo ich dann gerade so mit meinem Rollstuhl irgendwie durchgepasst habe. Ne? Also keine Hände mehr, sondern nur noch so durch die Türen durch. Also bin ganz froh mit einem schmalen Rollstuhl. Ich hoffe, der muss nicht breiter werden. So, der nächste Schritt wäre dann die Fernbedienung. Erschlagen. Ich zeig mal, du hast das Ganze innen auch mit Samt in Purpur ausgeschlagen. In Lila. Ich nenne es mal Purpur. Muss ja passen irgendwie. Es sah irgendwie so doof aus. Sie drückt drauf und dann kommt die Rampe raus, die wahrscheinlich für die Verhältnisse in Amerika auch gebaut wurde. Das heißt, da können auch zwei Leute drauf, nehme ich an. Ich glaube bis 300 Kilo. Bis 300 Kilo. Ja. Also es war ja tatsächlich ein Schulbus für Kinder mit Handicap. Ach, für Kinder mit Handicap? Ja, also okay. Er hatte auf der einen Seite keine Sitze, sondern nur so Schienen, wo die Rollstühle drauf befestigt werden konnten. Gut, also dein Bus. Das war mein Bus, ja. So, wenn du jetzt drin bist, dann kommt ja die nächste. Ach so, da machst du mit deiner Fernbedienung wieder zu. Okay, verstehe. Genau. Oder ist innen drin noch ein Knopf? Ich hab noch einen Knopf. So, fährst du rauf? Genau.
Und dann ein Kompressor, ein kleiner. Das Wetter ist wirklich hier jetzt im Januar. Schöner hätte es nicht kommen können für den Dreh. Es hat gestern noch ein bisschen genieselt. Das stimmt. Extra für uns heute. So, jetzt steht er ein bisschen schräg, muss man sagen, zu deinen Ungunsten, wenn du reinfährst, aber geht. So, dann fährst du die Tür wieder zu und kannst es einhängen. Ja. Lass dich dann vorne gleich rein. Bitte. Mal gespannt, was die Heizung geschafft hat in der Zeit. Der Garagentorantrieb macht gute Dienste. Und zu geht die Tür. Stark. So, gehe ich mal nach vorne. Sie verriegelt sich. Und vorne haben wir was Besonderes. Da ist nämlich die Standardstange. Das kann ich mal zeigen hier. Die auch vorher schon eingebaut war. Also ein Handbetrieb, ja. Kann man sich in Deutschland gar nicht mehr vorstellen. Denn selbst zu meiner Zeit, und ich bin schon sehr alt, ja, da gab es schon Druckluftöffnungen. Aber das ist sehr leicht, muss man sagen. Also ja. Ist jetzt nichts, wo man sich unglaublich anstrengen muss. Nee. Du siehst so toll aus in dem Licht. Es ist wirklich die untergehende Sonne. Das hast du auch eben gesagt, ihr seid recht oft hier an dem Platz, oder? Das ja. Heißt, du gehst mit dem Hund hier. Genau, ich gehe hier super oft mit dem Hund spazieren, weil es einfach schön ja, schön ist. Erstens, der Blick ist schön. Außerdem ist hier alles asphaltiert und es ist halt ruhig. Ne? Es ist eine herrliche Stille. So, jetzt zeige ich mal gerade, das ist dein Griff. Ich zeige mal gerade den Eingang. Der war schon so mit dem Riffelblech? Nee, das haben wir alles gemacht. Hast du gemacht? Ihr gemacht, so. Ja. Wie viele Leute waren dran an dem? Boah, etliche. 100? Nee, so viel auch nicht. Vielleicht 20, 25. 20 bis 25. Sonst wäre das im Jahr auch gar nicht drin gewesen. Das heißt, da waren noch echte Profis dran, ne? Ich habe sehr viele begabte Freunde, muss ich sagen, ja. Weil es sieht alles schon mal ganz gut aus. Das ist dein Sitz. Auch der Sitz ist neu. Ja, das also ist das kein amerikanischer T5. Ja, aus dem T5. Ich habe ihn wieder erkannt. Denn die ganzen müssen ja auch diese Prüfungen aushalten. Genau, und halt wichtig war halt Gurte, ne? Die integriert sind so, dann ja. Mach mal zu bitte. Zeig mal, da vorne ist nämlich die Verriegelung. Kannst du einfach dran ziehen. Es kann so einfach sein manchmal, oder? Ja. Das heißt, man braucht da keine Elektrik und so weiter. Jetzt erklär mal. Also diese Firma, die du da beauftragt hast, die hat dir diesen Ring eingebaut? Genau, das ist quasi mein Gaspedal. Wenn ich hier drauf drücke, gebe ich Gas. Und wenn ich hier drücke, geht es auf die Bremse. Das geht jetzt ein bisschen schwer, wenn der Motor aus ist, aber eigentlich geht das ganz leicht. Ist sonst noch was verändert? Nee, eigentlich nicht. Also man kann den auch normal fahren. Ne? Da gibt es einen Schalter hinten und dann kann man den auch mit den Pedalen weiterfahren. Mhm. Das heißt, wir können uns super abwechseln, wenn ein Fußgänger dabei ist. Ich darf mich noch draufsetzen, ja, den Sitz? Also ich mache das mal. Das soll mal zeigen, wie die Perspektive ist in so einem Schulbus. Denn er sieht von außen so aus, denn ich glaube, die Optik von den Schulbussen hat sich bewusst nicht geändert über 100 Jahre, damit die nämlich so erkennbar sind. Die sind alle gelb, die müssen alle so aussehen wie die Taxis in London. Mhm. Und hier vorne siehst du, die Schalter sind auch neu. Aber es gab noch nie, dass der dich irgendwann mal im Stich gelassen hat, nicht angesprungen ist oder so? Nee. Nee, eigentlich nicht. Zuverlässig? Ja. So, hier ist tatsächlich noch ein Zündschlüssel. Ist der Motor ist ja vorne. Ja. Da vorne ist die Standheizung mit drin. Ja. Du hast sogar Sitzheizung gehabt. Ja. Gut. So, ich guck mal gerade Defroster. Was hast du da vorne? Da ist der Tacho, der witzigerweise auch schon in Kilometern pro Stunde ist. Ja, ist beides. Ne? Man beides. Halt, ja. So, dann blicke ich mal hier vorne auf deinen. Was ist das da? Das ist für so Teelichter von Ikea, gell? Ja, ja, das ist einfach nur ein bisschen Deko. Ab und zu braucht Frau ja auch ein bisschen Deko. So, dann hast du hier einen Rückspiegel, der macht auch Sinn. Das heißt, also da kann man dich jetzt sehen. Den habe ich tatsächlich dran gemacht, weil mir ab und zu mal die Türen aufgegangen sind. Und mich hat das wahnsinnig gemacht, wenn ich nicht gesehen habe, was hinten los ist. Deswegen habe ich mir einfach da so einen kleinen Spiegel geholt. Auch wenn die Hunde mal irgendwie sich bewegen. Die Türen innen sind dir aufgegangen. Genau, die Türen da. Nicht die Außentür. Ich zeige mal gerade. Also das ist ein bisschen mischen.
Ich mache mal Adventure. Das hat mir tatsächlich eine Freundin gemalt. Das Licht an. Ein Foto, das ich mal gemacht habe, und da hat eine Freundin mir ein Bild draus gemalt. When everything feels like an uphill struggle, just think of the View from the top. The view from the top. Und ich denke, das trifft auch auf dich zu. Das heißt, irgendwann hat man ja so mal den Punkt erreicht, wo man sagt, das musste jetzt wirklich nicht sein. So, hier vorne hast du einen Flaschenhalter. Der ist das ein Flaschenhalter? Ja. Das ist geil. So, es ist so schön warm, dass man jetzt schon anfangen kann. Man kann jetzt die Jacken ausziehen. Ja. Dann werde ich euch jetzt mal den Blick zeigen. So lange habe ich euch jetzt gefoltert hier in den Schulbus rein, liebe Sandra. Und der ist irre groß. Du machst mich richtig neidisch. Und du hast einen riesen Vorteil hier in dem Fahrzeug. Du hast nicht nur Platz, sondern du hast auch ein irres Raumgefühl, ja, hier. Das war mir auch wichtig. Ich wollte es nicht so eng haben, wie das in Wohnmobilen ganz oft ist, wo man sich überall so durchzwängen muss. Und was mir auch wichtig war, ich wollte mich überall drehen können. Ich will nicht die ganze Zeit nur rückwärts fahren. Und deswegen haben wir hier alles relativ offen gelassen. Und deswegen ist auch das Badezimmer eigentlich alles offen gestaltet. Und man kann aber hier auch wunderbar zumachen. Also das zeige ich euch mal. Wenn ich in meinem Badezimmer bin, will ich ja auch meine Ruhe haben. Kann ich nachvollziehen, ja. Oh, guck mal hier. Ein Kloladen. Habt ihr foliert? Ja. So, jetzt steht er ein bisschen schräg, aber das... Genau. Cool. Aber ich muss es gerade mal wirken lassen, liebe Sandra. Ja. Mach nochmal auf. Dann sieht man dich nochmal. Das bedeutet, wenn du jetzt hier so eine Planung machst für so einen Bus, heißt das, du fährst erstmal in den leeren Bus rein, machst ihn erstmal ganz leer und guckst mal, was sind die maximalen Grenzen? Ja, also ich habe geguckt, was habe ich für Maße, was brauche ich an Maßen, um mich zu drehen, um bequem mich umsetzen zu können, solche Sachen. Und dann habe ich mir einen Plan gemacht und hab gefragt, Jungs, könnt ihr das umsetzen? So, jetzt sitzt du ja im Rollstuhl. Wenn du jetzt hier Platz nehmen möchtest, das heißt, du willst dich mal hinsetzen. Das ist ja so eine Sache, ich sag mal, wenn man jetzt vom Fußgänger zum Rollstuhlfahrer wird, ja, dann ist da jemand, der einem das beibringt, der einem zeigt, wie man das macht? Ja. Oder wie läuft das? Ja, das lernt man in der Reha. In der Ja, da lernt man quasi so Die Basics und alles andere musst du selbst gucken, wie du damit klarkommst. Also man kann sich immer Ratschläge holen, aber letztendlich für dich musst du selbst immer rausfinden, wie ist es für dich am besten. Heißt aber für dich, dass das alles jetzt eigentlich der Prototyp ist für jemand, der im Rollstuhl sitzt. So könnte eine Couch aussehen, die man auch tatsächlich benutzen kann. Die ist ja nicht nur schön, ja, sondern das heißt, du kannst da auch drauf rumlümmeln. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Bett. Ich kann es auch ausziehen als Bett. Aber ich kann sie auch einfach, ich setze mich ganz oft hier hin und lege die Beine hoch. Und guck hier mir diesen schönen Blick an. Also es ist einfach... Warte, ich zeig dich mal von der anderen Seite, dass man das mal sieht. Ich habe ja einen super Weitwinkel drauf im Moment. Aber der Blick ist ja ein Hammer. Jetzt sind die Fenster vielleicht, die könnten noch einen Ticken niedriger sein, oder? Die sind auf der anderen Seite, sind sie ja niedriger. Ja, genau. Aber das hatte ich halt als Spritzschutz hier auch hingemacht und... ja, aber eigentlich ist das schon... Ist nicht schlechter. Kann man haben, ne? Ich zeige mal gerade auf der Seite. Da sind deine Vorhänge, die auch im Winter richtig viel bringen. Das weiß ich aus Erfahrung. Ja. Also, dass die Strahlungskälte nicht da ist. Ja. Die wird dann effektiv geblockt. Dann habt ihr viel mit Holz gemacht, echtem Holz. Ja. Das hier sind Pushlocks oben drüber. Ne? Ja. Ah, einfach nur... Ja. Ach, wie simpel. Und das war das, wo du sagtest, die gehen schon mal auf. Ja. Aber jetzt nicht mehr, oder? Also aufgegangen sind nur die Türen eigentlich. Die Türen. Okay. Also die hier gehen überhaupt nicht auf. Ja, die fallen ja nach unten. Ja. Und so, das ist der Notausgang, den kannst du ja komplett vergessen. Das heißt, sorry. Ist aber halt zum Lüften ganz gut, ne? Also ich komme zwar nicht dran, aber ein Fußgänger kannst du halt hochdrücken und dann lüften. Das ist eine interessante Terminologie, muss ich sagen. Also die Fußgänger. Da überlegt man sich ja als Rollstuhlfahrer, wie man die Leute nennt. Das sind Fußgänger. Das sind Fußgänger, ja.
Fußgänger. Ja, wenn ich Rollifahrer bin, sind andere halt Fußgänger, ja. Stimmt, jetzt wo ich so nachdenke. So, Und die Schubladen sind öfters mal aufgegangen. Da haben wir zwar Magnete dran, aber die waren nicht stark genug oder teilweise zu stark. Dann habe ich sie nicht mehr aufgekriegt. Und deswegen haben wir für die langen Schubladen da halt diese Lösung gewählt. Pragmatisch. Ja, weil so. Die sind halt schwer. Da ist halt auch normales Zeug drin. Ich habe zum Beispiel kein Campinggeschirr, weil ich finde es ganz furchtbar, dieses Plastikzeugs. Das gute Melanin. Ja. Aber ja, also ich habe es jetzt im Moment drin. Also ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich die Spülmaschine, die ich jetzt habe, da geht sogar ein normaler Teller rein. Also es geht so, aber normales Geschirr ist natürlich schön. Du hast eine Spülmaschine hier? Nee, das leider nicht. Nee, brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Das geht so. Die Touren, wenn du normal wegfährst, wie lange gehen die im Moment? Also das letzte war jetzt 3 Wochen Spanien. Wie war's? Super schön. Wie viele Leute war es um? Wir sind zu zweit runtergefahren und haben uns da mit Freunden getroffen. Und das war cool. Das war super. Ihr wart wo wart ihr? Emporia Brava. Da. Sag mal, ach so, Skydive, Emporia Brava. Hast du denn gemacht? Dich hat es ja noch, ich sag mal, klar, du kannst nicht mehr gehen, aber es hätte ja noch viel schlimmer kommen können, oder? Das stimmt. Es geht immer schlimmer, immer wenn man denkt, es gibt immer Leute, denen es schlimmer geht. Ist das auch ein, also ich sage oft so, wenn einer kommt, mein Sohn kommt zu mir und sagt, Papa, die Schule, alles scheiße und was weiß ich, ich kann nicht genug Fortnite spielen und so, da sage ich immer, Oskar, denk dran, dir geht's gut. Es geht anderen, geht's viel, viel schlechter. Und ich habe ja Leute kennengelernt, es gab ja mal einen habe ich dir erzählt, den Fahrtunfall mit dem Mountainbiker, der, ich glaube, dritter Halswirbel und so weiter und so fort. Du kannst ja noch relativ viel machen. Ja. Und ich sag mal, als das Ganze passiert war, kannst du dich noch an den Tag erinnern? Ja, ich kann mich an alles erinnern, ja. Du warst nicht weg, oder doch? Nee, ja. Also ich war währenddessen weg. Also der Haupttragegurt hat mir auch den Hals zugedrückt. Also dann bin ich bewusstlos geworden und nach dem Aufschlag war ich halt wieder da. Und was ist da passiert? Was war der Fehler? Ich habe eine Fehlöffnung gehabt vom Hauptschirm zuerst und dann... Es gibt einen zweiten Schirm? Genau, gibt es einen Reserveschirm, dann trennt man den Hauptschirm ab. Aber das hat nicht ganz funktioniert und ich habe dann die Reserve gezogen und dann kam der Hauptschirm noch hinterher und dann hatte ich quasi 2 Schirme, die mögen sich nicht so sehr, das verträgt sich nicht so gut und dann geht das in einer Spiralbewegung ganz schnell nach unten und das mir passiert. Und dabei hat mir der Haupttragegurt noch den Hals abgedrückt und deswegen war ich bewusstlos, also ich habe den Aufschlag selbst nicht mitgekriegt. Aber als ich unten aufgeschlagen war, kurz danach war ich halt wieder da. Hat das jemand gesehen? Ja, gut, es hätte sein können, du hättest irgendwo im Waldgebiet. Nee, also ich bin mitten auf dem Taxiway, also auf dem Teer da aufgeschlagen, da wo die Flieger starten und landen. Und wie gesagt, es war die deutsche Meisterschaft, also da. Es war eine Veranstaltung, war es. Genau. Und das war denn. Und das hast du vorher, wie viele Flüge hast du? Wie viele Flüge 1050, hast du? 1050, keine Ahnung. 1050, also ist viel, ja, gell? Ja. 1000. Das ist so. Und dann als. Ist das sowas, dass man das merkt direkt? Da fehlt was, da stimmt was nicht? Ich habe gar nichts mehr gespürt. Also ich habe überhaupt nichts mehr. Ich habe keine Hände gespürt. Ich habe gar nichts gespürt. Da war einfach nur... Schock. Ja, ich habe keine Luft gekriegt. Ich hatte mal einen Verkehrsunfall, einen schweren. Und da haben die mir den Hinterkopf genäht, ohne Narkose. Weil die Ärztin hat, sie spüren jetzt eh nichts. Mhm. Und dann auf Französisch. Und, also mein Problem war tatsächlich, ich habe einfach keine Luft gekriegt. Ich habe gesagt, mir drückt immer noch jemand den Hals zu. Da war wahrscheinlich der Kehlkopf irgendwie oder... Dass irgendwas war passiert. Ich hatte auch die Striemen da, also es war schon, da war richtig Druck drauf. Also. Und dann ging es ab ins Krankenhaus? Oder? Und dann haben die mich da vor Ort noch, wie sagt man, narkotisiert, keine Ahnung, weggeschossen. Und dann bin ich einen Tag später irgendwann nach, weiß ich nicht wie vielen Stunden, aufgewacht. Mhm. Mehr oder weniger. So, komm, wir zeigen mal die Küche, denn... Das ist ja, ich sag mal, aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers ja wichtig, dass du eine gewisse Stehhöhe hast, in Anführungsstrichen Arbeitshöhe, die da ist. Ja. Dass aber jemand, der Fußgänger ist, ich lerne das, dass der es auch noch bedienen kann, oder? Ja, also da ist eigentlich
hier alles standardmäßig. Also wir haben sie jetzt nicht auf Füße gesetzt, was ja normalerweise der Fall ist, weil dann ist, wie du sagst, dann wäre es mir zu hoch geworden. So ist es aber okay. Ich muss zwar seitlich stehen mit dem Rolli, aber das geht trotzdem. Das mache ich zu Hause auch. Ich habe zu Hause auch keine unterfahrbare Küche. Und für mich funktioniert das so. Also das ist... Das ist für mich der Inbegriff, dass man den Raum wirklich toll nutzen kann. Denn du kommst natürlich an die Oberschränke überall dran. Ja. Also alles andere wäre schlimm. Genau. Es ist auch super easy. Also ich meine, das war am Anfang nicht so geplant. Das sind normalerweise auch IKEA-Schränke, die wir dann der Schräge angepasst haben, weil der Bus ist ja, ne, der geht ja zur Seite runter. Ich zeig das mal drin, da sieht man das, genau. Da ist eine Wölbung. Und dadurch hat das natürlich mit den Klappen hier nicht mehr gepasst. Die schließen normalerweise ab. Mhm. Aber das fand ich dann wiederum ganz praktisch, weil so brauche ich keine Griffe und kann den quasi so öffnen und er geht auch von allein wieder zu, ohne dass es irgendwie knallt. Der Bus ist recht geländegängig, das heißt, er hat viel Bodenfreiheit. Du bist ja eben, also das ist ja auch in Amerika, gibt es ja nicht nur tolle Straßen, da gibt es ja auch normale. Das hat riesen Vorteile. Das heißt, also du kommst damit auf jeden Campingplatz, oder? Ich denke schon, wir haben bisher noch keine Probleme gehabt. Und das Gute an der Bodenfreiheit ist halt auch, dass wir so die Möglichkeit hatten, die Wassertanks unten drunter zu machen. Mhm. Und noch Staufächer, also die Fächer, die ich dir hier gezeigt habe auf der rechten Seite, die haben wir alle nachträglich eingebaut. Also es waren, da haben wir Stahlkästen drunter gehängt und... Du hast Platz, satt. Genau. Wie man so schön sagt. Jetzt hast du hier vorne einen riesen Schubladen. IKEA, ist das gut? Fängt das an zu klappern während der Fahrt? Wie blöd? Gar nicht. Gar nicht. Also das Holz gerkst ab und zu ein bisschen, sagt man das so, gerkst? Absolut. aber ansonsten, die Küche klappert überhaupt nicht. So, ich komme mal kurz auf die andere Seite, dann zeige ich mal, du hast nämlich hier vorne eine ganz tolle Arbeitsplatte mit Sicht in Richtung große Freiheit, denn das ist das größte Fenster vorne, da kann man richtig schön rausgucken und die kannst du jetzt so anklappen. Die kann ich ausklappen, ja. Die hat eine Sicherung, gell? Die haben wir eine Sicherung reingemacht, weil ansonsten wird sich das hin und her bewegen. So, und dann, die ist halt relativ schwer, deswegen haben wir da so Dinge eingebaut, dass es das jetzt mal hält. Die ist recht massiv. Ja. Ah, da ist ein kleiner Stempel. Okay, ein Fuß. Genau. Jetzt hast du eine riesen Arbeitsplatte und da kann man auch direkt essen. Genau. Denn schlimmste wäre gewesen, du hättest jetzt einen riesen Tisch gehabt, ganze Platz wäre weg, der schöne. Ja. Das ist jetzt nicht der Fall. Nee, also man kann den Sitz hier noch rumdrehen, dann kann man hier super sitzen. Ich sitze meistens hier und wenn ich hier koche, kann ich direkt das Essen hier hinstellen. Also es ist... So, du isst wahrscheinlich super gesund. Das heißt, du machst, ich hatte heute Kürbis mit Knoblauch. Ich hoffe, man riecht es nicht. Und also ich hatte gestern Spaghetti mit Knoblauch. Spaghetti mit Knoblauch. Aber ich sag mal, zubereiten, man kann hier kochen wie zu Hause, oder? Ja, definitiv. Ja. Also das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Backofen und den brauche ich jetzt nicht unbedingt unterwegs. Auch das wäre ja kein Problem. Ja. Müsste man ja nur einer deiner 25 Freunde, der ist wahrscheinlich Elektroinstallateur. Platz hast du auch noch genug. Ja. Wasservorrat, was ist hier an Bord? 200 Liter. Ja, 200 Liter. Ich gucke mal gerade, das Licht hier drin ist wahrscheinlich eine LED-Leiste. Ja, ja, ist da. So, und dann hast du hier eine handelsübliche Spüle. Nicht zu groß, nicht zu klein. Genau. Hier vorne hast du USB-Steckdosen, 230 Volt. Dann eine ganz tolle Deko. Das sind eingefrorene Früchte. Da hätte man aber auch was anderes drauf machen können, aber sieht aber schick aus, oder? Also ich fand es ganz schön, ja. Was ich toll finde, ist das Weiß und das Holz. Du weißt, dass es voll im Trend jetzt ist, ja, und dass die ganzen Wohnmobilhersteller alle auf hell gehen. Echt? Ja, ja, weil das den Raum ja unglaublich erweitert. Oben hast du Holz. Ja. Das ist Sperrholz, nehme ich an. Das ist, wie heißt das nochmal? Pappel. 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 So, und das ist, kann man super biegen. Das ist ganz leicht und ja. Lässig. Und rappelt auch nicht. Nee, rappelt nicht. Ich bin ja so ein Anti-Rappel-Typ. So, jetzt gucke ich mal gerade. So, die riesen Couch, die kann man dann ausziehen. Hier vorne ist wieder einer deiner berühmten Flaschenhalter. Genau, da stehen normalerweise die Weinflaschen drin. Genügend Wein muss immer an Bord sein. Echt? Du bist so eine Weinliebhaberin? Ja. Ja, genau. Rot, weiß? Egal. Rot. Rot. So, dann ist hier das alte Bedienpanel, genau. 17 Grad. Was übrigens interessant ist, das ging jetzt sehr schnell, wobei die Aldi ja recht träge ist. Findest du? Finde ich gar nicht. Ja, im Vergleich zur Luftheizung. Also die Luftheizung, ich habe ja nochmal, aber das stimmt, du hast recht. Die hat ja Power. Da vorne hast du das Solarpanel. Das heißt, du warst jetzt auch in Spanien, da hast du keinen Stromanschluss gebraucht, ja? Nee, ich habe keinen Stromanschluss.
Dann hast du hier, wie in der S-Klasse, hast du das beschlagen hier mit so einem tollen Leder. Das ist schon schick, oder? Das ist schick. Das war ursprünglich der Plan, an die Decke zu bringen. Das hat aber nicht funktioniert, weil über Decke kleben, also über Kopf kleben, das war dann doch ein bisschen schwierig. Und dann haben wir das verworfen. Dann hatte ich aber das Leder. Habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir es an die Wände. Was an die Wände. Also ihr habt alles hier vertäfelt. Dann hier vorne hast du so kleine Baumscheiben als Deko. Genau, einfach Frau braucht sowas, ne? Braucht halt ein bisschen Deko. Oh, ich finde es schick. Ist auf jeden Fall. Da unten, das ist die Versorgung, das ist die Alde mit drin. Genau. Fußbodenheizung hast du drin? Ja, Fußbodenheizung habe ich auch mit drin. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich selbst merke das ja sowieso nicht an den Füßen. Es braucht wahrscheinlich auch recht lange, aber dadurch kühlt halt der Boden nicht so aus und dann, glaube ich, hält sich die Wärme länger und besser. Du hast ja gesagt, du bist eine Frostbeule. Ja. Ich bin gerade mal am Schauen. Das hier ist was ganz Interessantes. Das ist jetzt so eine Zange. Zeig mir die mal. Also wenn ich jetzt hier auf der Couch sitze und habe dann mein Wasserglas hier vergessen, dann kann ich... Wie früher die Fernbedienung. Genau. Das war ein langer Stab. Zu Hause bringt mir mein Hund die Fernbedienung. Zeig mal bitte. Das heißt, du drückst drauf und dann geht das zu? Okay, ja. Ganz praktisch. Kaufe ich mir vielleicht auch mal. Die ist super praktisch. Also nicht nur für Rollifahrer, sondern auch für einfach faule Leute. So, jetzt kommt das Wichtigste von allem. Wir gucken nochmal in die Schränke rein. Darf ich da mal reinschauen? Sind da Töpfe drin? Hier sind Töpfe drin. Da sind deine Töpfe. Die Dings haben wir schon gezeigt. Ich will nur mal kurz mal vom Volumen gucken. Das heißt Pfanne. Ach so, du kochst. Die schmalen Schränke. Also es gibt bei IKEA, die Tiefen sind ja glaube ich 60 cm tief und ich habe die 40er genommen, damit das nicht so weit in den Raum reinragt. Ja, verstehe. Genau, aber das reicht ja vollkommen aus. Also ich brauche ja nicht noch mehr Platz. So, oben hast du die obligatorischen Nudeln. Genau, Nudeln sind überall verteilt hier, weil Nudeln dürfen nie fehlen. So, jetzt kannst du ja wahrscheinlich bedingt ein bisschen weniger Sport machen als vorher. Nudeln, Rotwein und Co. Nimmt man da automatisch zu oder hast du die Probleme wie alle Menschen? Ja, also ich habe schon auch zugelegt, definitiv. Also man muss schon mehr aufpassen. Man hat einfach weniger Grundumsatz. Das ist einfach mal so. Man bewegt sich tagtäglich ja nicht mehr so viel. Natürlich kann ich immer noch Sport machen und anderen Sport machen. Aber man läuft halt nicht mehr, ne? Das ist halt, das fällt halt einfach weg. Das kann ich dir bestätigen. Ich war jetzt auch quasi 4 Wochen inaktiv während Weihnachten. Ich glaube 3 Kilo, aber ich bin ja auf einem guten Weg. Wenn ich Licht anmachen soll, wenn es zu dunkel ist? Nee. Ich wollte nur mal gerade, weil du gesagt hast, der Sonnenuntergang hier ist so gigantisch. Und ja, da gebe ich dir recht, du bist schon fast komplett rot jetzt. Also es ist wirklich irre hier. Der Platz ist gut. Das wird unser Geheimnis bleiben, wo der ist. Am besten, ja. Sonst kommen die Leute. Aber das kann mir vorstellen, dass viele Leute sich hier treffen, oder? Ja, viele Fußgänger halt, ne? Also zum Spazierengehen ist es halt hier echt schön. Und man kann auch hier Rad fahren. Und so, jetzt hast du ja den Dometic hast du so eingebaut, dass er aussieht wie ein Haushaltskühlschrank. Darf ich den mal aufmachen? Ja, sicher. Das heißt, man überwindet den so ein bisschen und darunter ist dann der große Dometic. Genau. Guck ich mal gerade, den kenne ich, den hatte ich früher mal. Reindrücken, habe ich gemacht. Ja. Feste ziehen, ist ja viel drin heute. Du bist im Moment inaktiv campingmäßig, oder? Ja, genau. Deswegen noch die Notration Campari. Zeig mal, Campari muss sein. O-Saft auch dabei? Ja. Zur Not. Normalerweise schon, ja. So, oben ist das Gefrierfach, das ist drin. Der macht schön kalt? Ja, der macht super kalt. Achso, der ist auf Sommerbetrieb. Ja, okay. Genau. Auf Winterbetrieb. Auf Winter, ja. So, jetzt kommt's. Das ist ja mal ein Klo, muss ich ja mal sagen, / Dusche. Denn jetzt frage ich mich natürlich, wenn du dich hier duschst, wo geht denn das Wasser hin? Das geht hier in den Ablauf. So, wenn er jetzt so schräg steht, du hast... Dann habe ich Rampen dabei und fahre auf die Rampe, also fahre dann mit einem Reif auf die Rampe, sodass er in die andere Seite... Geneigt. Das ist also von sich aus, ist das schon in die Ecke geneigt jetzt hier, oder? Richtig? Ja. Genau, das heißt, das läuft, wenn du gerade stehst, läuft es in die Ecke. Manchmal. Also man muss schon ein bisschen nachhelfen. So, ich zeig mal hier oben. Das ist richtig gut geworden, muss ich sagen, wenn ich weiß, du hast ja hier, ist ja nichts gerade an diesem Bus. Also nehme ich mal an. Auch das Dach nicht, oder? Nee, da habe ich meine Helfer, glaube ich, auch zur Verzweiflung gebracht. Mit meinen Ideen, die ich dann umgesetzt haben wollte, unter anderem die Decke hier. Das sind im Prinzip nur Aufkleber, das, was du da oben siehst. Ja, man sieht's.
das, ja, so nah darf man nicht rangucken, von Weitem sieht es schön aus. Es sieht sowieso schön aus, aber ich war jetzt nah dran, dass wir das gesehen haben. Das ist so ein bisschen von der Größe her, könnte es schon fast so ein ICE-Zugabteil, wenn man sich hier drin fühlt, weil das alles so rund ist. Da hat man schon das Gefühl, hier, da ist er. Lennox, gell? Genau, ja. Lennox. Ist er das? Ist er anderer, oder? Ja, der Lennox und deiner. Okay. Ja, die haben Spaß. Der kommt auch nicht drauf. Also es ist. So, ich guck mal kurz. Ja. Das sind so Sachen. Was ist das da? Ist das da zum Festhalten oder wie funktioniert das? Das ist tatsächlich Marke Eigenbau. Ich habe am Anfang echt Schwierigkeiten gehabt. Da denkt kein Mensch drüber nach. Aber wie bekommst du denn die Hose hoch, wenn du nicht aufstehen kannst? Ich überlege gerade, wie kriegt man denn die Hose hoch? Hoch. Ach, ja. Runter geht. Egal, beides, ne? Aber runter ist einfacher wie hoch. Und du rutschst halt immer auf deinem Hintern hin und her und legst dich nach rechts und nach links, damit du die Hose hochkriegst. Und dann haben wir quasi wie so Flügel gebaut, mit denen ich mich quasi hochhebe. Die mache ich unter die Achsel. Und dann hebel ich mich hoch damit. Warte, ich mach dir das mal auf, dann kannst du dir das eher vorstellen. Mhm. So, das ist Edelstahl. Gut, das Ganze muss ja ein bisschen was aushalten. Genau. Ah, jetzt habe ich verstanden. Das heißt, du kannst dich so praktisch drunter heben, als ob dich jemand abschleppen würde. Also ich mache es jetzt mal von der Richtung hier. Von beiden Seiten. Genau. Und kannst dich hochdrücken. Drücke ich mich hoch. Okay, verstanden. So, und das ist die Separette. Das kam direkt vom Hersteller? Eigentlich das? Ja. Kam direkt vom Hersteller. Also liebe Firma Separette, erstmal vielen Dank nachträglich dafür, dass sie so großzügig war. Du hast einen kleinen Selbstanteil gezahlt, der war aber ganz klein. Der war klein, ja. Der war klein und ist die gut, die Toilette? Die ist super. Also ich bin, das Einzige, was natürlich ist, dadurch, dass du trotzdem als Rollstuhlfahrer immer ein bisschen auf der Toilette rumrutscht, verschiebt sich das hier halt immer mal, ne? Die Brille. So, die geht aber nicht kaputt dadurch. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt hast du gehalten. So, das Pipi kommt wahrscheinlich vorne rein. Genau. Und das Kaki kommt hinten rein. Genau. Dann das Ausleeren, ist das schwierig von dem, von dem Festen? Überhaupt nicht. Also das ist, wie gesagt, das Pipi geht ja unten rein, kannst du rauslaufen lassen. Und hier zum Öffnen. Das war's. Ach so, es hat so einen Schieber. Ach, da ist so ein, warte, ich zeig das mal gerade rein, weil die Leute interessieren ja immer, wie es ist. Da ist so eine Art Dings drunter, Bottich, da kommt auch Sägespäne rein, was kommt ja, da rein? Ja, genau, Sägespäne habe ich dann hier in den Mülleimer drin und mache hier einfach eine Tüte rein und nach jedem Vorgang streut man ein bisschen drüber und dann ist das war's. Gut. Ja. So, das fängt dann an zu trocknen. Ist da jetzt ein Motor drin, der das absaugt oder wie funktioniert das? Ich habe einen Lüfter. Ja, einen Lüfter. Und es riecht man nicht. Nee, eigentlich nicht. In der Regel nicht. Gott. Ich habe mich immer gefragt, weil das... Ah, da ist der Lüfter drin. Ja gut, dann geht die Luft ja nach draußen. Ich habe mich bloß immer gefragt, wenn du jetzt sowas hast, das ist ja alles schön und gut, aber was ist denn, wenn du mal so richtig Durchhall hast? Ja, weil das ist... gut, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es funktioniert insgesamt, ist das die beste Lösung, weil der Rest ist ja quasi der Müll, den kannst du irgendwo vergraben. Genau. Das sind ja menschliche Fäkalien. Ja. Also ich finde es die einfachste Lösung, weil du hast nicht viel Arbeit damit und musst nicht mit Chemikalien da irgendwie nachhelfen. Und Freunde von mir haben auch einen Schulbus und die haben sich tatsächlich eine normale Toilette eingebaut. Ist natürlich super komfortabel, aber die haben einen Wasserverbrauch ohne Ende, ne? Stimmt. Und das hast du ja hier überhaupt nicht. Du hast gar keinen Wasserverbrauch. Putzen, wie geht das von der Schüssel? Mache ich einfach mit Sakrotan, sprühe ich ein. Wenn mal was sein sollte. Genau, so, verstanden. Also das mache ich schon auch regelmäßig. Ja. Gut. Ja, weil viele sehen sich nach einer Trenntoilette und sagen, guck mal hier, da hast du ein hochwissenschaftliches Messinstrument, damit du die Neigung deines Busses feststellen kannst. Ja, wobei das ist eher für Fußgänger, weil ich brauche das nicht. Ich merke das immer, sobald ich in meinem Rollstuhl sitze, sehe ich, wo ich hinrolle, dann brauche ich eigentlich keine Wasserwaage. Mhm. Aber wenn ich zu zweit unterwegs bin und ich sitze am Steuer, dann kann jemand mal schneller hinten gucken gehen und auf der Wasserwaage sehen, ob es jetzt gerade ist oder in der Neigung, in der wir es brauchen. So, jetzt kommen wir zum Kernstück. Jawohl. Du hast ein Hubbett, jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt Bänder. Das ist ein Rollladenmotor. Ein Rollladenmotor. Warte mal, ich guck mal gerade, ob man irgendwas hier sieht. Da sind Schienen, da hängt es drin. Du siehst hier oben den Kasten. Warte, ich komme mal gerade zu dir. Rauskommen. Das ist übrigens dein
dein Heck, das ist der Sonnenuntergang. Phänomenal. Platz muss ich mir echt merken. So, da ist dein Traumfänger. Wenn du Licht brauchst, ne? Ich kann. Nee, alles gut. Okay. Ich habe hier ja mein Aufstecklicht. Da hast du dein Bett. So, jetzt ist der Kasten, wo du gesagt hast, wo ist der? Da hinten. Da hinten, warte mal. Nee, da wo die Gurte rauskommen. Die Gurte da? Ja, genau. Da drunter ist der Motor? Ja, genau. Okay, das heißt, das ist ein Rollladenmotor, so ein Rohrmotor nehme ich an und da wickeln sich die Gurte drumherum. Ja, genau. Das ist ja simpel. So, und dann überlege ich gerade auf beiden Seiten, damit es zeitgleich runter. Egal, mach mal runter. Jawohl. Bitte. Ich muss den Wechselrichter anmachen. Ah, okay. Weil das. Der Rollladenmotor hat 230 Volt. Genau. Das ist übrigens, damit ihr euch orientieren könnt, das ist nochmal die Rampe, die wir eben gesehen haben. Und hier ist der Rausguck nach hinten. Achso, du hast die Schalter auf beiden Seiten? Ja. So, jetzt arretiert das Bett denn auf dem... Boah, da schläft man wie zu Hause. Besser, oder? Ja, also ich schlafe super hier. Ich will morgens nie aufstehen. Also es ist wirklich so, dass ich hier meistens länger schlafe als zu Hause. Das ist einfach so heimelig. So, und von der Höhe ist das natürlich für dich optimal zum Draufsteigen. Ja. So, dann hast du hier vorne hast einen kleinen Kasten reingemacht. Kopfende ist hier auf der Seite? Was sagst du? Das Kopfende ist hier? Genau, oder? Meistens schlafe ich mit dem Kopf hier. Aber es kommt auch immer drauf an, wie wir stehen, also ein bisschen schräg stehen. So, jetzt kannst du hier theoretisch den Platz ja noch nutzen für Fahrräder oder irgendwas, aber den geht ja nicht, weil du musst ja rein raus. Doch, da habe ich meinen Segway normalerweise stehen. Du hast einen Segway? Ich habe einen Film gemacht, hast du den gesehen? Über den Mann, der, ist das auch so ein Segway, den du hast? Ja. Das ist praktisch ein Segway-Rollstuhl, oder? Ja, genau. Das ist geil, oder? Ja, also das ist super... Offroad-tauglich, deswegen habe ich das immer dabei, deswegen habe ich auch die Dinger da, um es festzuschnallen. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber habe gedacht, das ist ja die Erfindung des Jahrhunderts für Leute, die nicht laufen können. Also das habe ich mir unmittelbar nach der Reha gekauft, weil ich halt mit dem Hund auch weiterhin auf Feld und Wiesen unterwegs sein wollte und das ist einfach genial. Wie lange ist die Batterie, wie lange hält das? Gut, die ist jetzt mittlerweile, ist der Akku ein bisschen schwächer, ich habe es ja schon ein paar Jahre, aber... so 3 Tage fahre ich normalerweise schon damit. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht. 3 Tage? 5 Kilometer am Tag. 5 Kilometer, also die Reichweite ist schon ordentlich. Ja. Okay. So, jetzt zeige ich mal gerade, ich gehe mal hier in die Ecke rein, dass man möglichst viel sieht von dir. Das ist das Schlafzimmer von der Sandra. Hier kann man auch wieder Türen zumachen. Ja. Wenn vorne jemand schläft oder wenn jemand auf Toilette ist, ne? Jetzt klemmt es hier ein bisschen. Aber ja. Im Prinzip. Ich glaube, es funktioniert. Wobei, du kannst ja auch vorne, kannst du theoretisch zumachen, das ist wie man will. Bist du so ein Typ wie jetzt in Holland, der alles aufstehen hat? Oder machst du immer alles zu nachts? Du meinst mal so. Die Fenster? Ja. Kommt drauf an, wenn nicht so viele Stechmücken unterwegs sind. Nein, ich meine hier die Vorhänge. Die machst du alle zu nachts? Mach ich zu, ja. Machst du zu? Die mach ich zu. Ja, ich auch. Das ist diese erste... So, hier oben hast du denn noch Stauraum? Genau, da ist überall noch Stauraum, Hundefutter drin und... Hundefutter. Zum Beispiel, muss ja auch irgendwie mit, ne? Ich darf mal reinschauen, oder? Ja, sicher. Komm, mach mal rein, dass wir mal sehen, wie viel Raum man hat. Ja, gar nicht so viel, aber... Ja, es ist jeder Zentimeter sehr gut. Das heißt, du kannst durchladen, hier ist dein Swiffer. Genau. Der darf ja auch nicht fehlen. Was ich cool finde, hier sind hier die Kleiderhaken. Das heißt, man kann also hier... Das ist eine Garderobe. Eine Garderobe komplett... So, dann fahr nochmal hoch, bitte. Ja. Zeige ich dir mal noch meinen Kleiderschrank. Den habe ich schon vermisst, weil als Frau brauchen wir ja mindestens 100 Kleider. Tatsächlich habe ich Angst, dass es zu wenig Platz wäre, aber... Sie hat Angst, dass es zu wenig ist, sagt sie. So, ich guck mal gerade. Hier vorne ist dann eine Bank stattdessen. Ist hier noch Stauraum unter den Bänken? Tja. Kleiderschrank. Das ist der Kleiderschrank. Zeig mal. So, jetzt kannst du hier ganz bequem drunter durchfahren. Ach, wie geil.
Das heißt, du kannst da alles reinmachen, von Schmutzwäsche bis... Ja, also hier ist eigentlich immer meine Garderobe drin und hier ist so das Allerlei. Das Allerlei, warte, ich zeig mal da rein, was da so drin ist. Ja, da ist jetzt halt auch noch ein bisschen Elektrik von dem Gartentorantrieb drin. Da ist nochmal ein Wechselrichter und ja. So ein kleiner Wechselrichter. Genau, so ein von 12 auf 24 Volt, weil eine Gerätschaft hat 24 Volt gebraucht. Deswegen mussten wir da auch nochmal wandeln. So, und da ist dein Dyson, den du mal mitnimmst. Genau, den habe ich auch dabei und ja. Das war's. Und hier merkst du auch, hier hinten ist ja auch die Heizung. Normalerweise habe ich dann hier auch offen stehen, damit die generell das ein bisschen besser beheizt wird, der Raum. Aber hier hinten sind auch überall Lüftungsschlitze. Also es ist... Geht trotzdem. Es geht trotzdem, ja. Genau. Cool. Lattenrost ist drunter. Jetzt hast du hier so Metall-Dinger drunter. Das ist eine Lichterkette. Lichterkette? Ja, aber ich glaube, die Batterie ist leer. Ich weiß nicht. Gedacht, der Aluhut. Das ist mein Sternenhimmel. Ich schlafe besser, wenn ich elektromagnetische Erdung habe. Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Batterie ist leer, sonst würde ich es anmachen. Nee, ist gut. Ich habe schon... Komm, weißt du, was wir machen? Wir gehen mal kurz raus. Ja. Denn ich zeig mal gerade, wir müssen den Sonnenuntergang nämlich noch gucken. So, das ist mein Notknopf, damit da auch nicht jeder aus Versehen draufkommt, haben wir da eine Abdeckung drauf gemacht, für die Tür zu öffnen. Ich hole mir schon mal meine Jacke. Gerne. Ach, in der Zeit geht er auf. Ja. Müssen wir uns fast beeilen, denn... Das ist hier so spannend wie am Meer. Ja. Oh, da ist dein Hund, der weiß, dass jetzt runtergeht, dein Hund. Ja, der kommt auch darüber, also wenn der mal nachts raus muss, dann fährt der auch mit der Rampe hoch und runter. Wenn der nachts raus muss, fährt er ja, mit der Rampe, also echt? In Spanien hat er tatsächlich irgendwas gefressen, was ihm nicht bekommen hat. Und dann musste der dreimal nachts raus. Und ich hatte keine Lust, da dreimal die Nacht aufzustehen. Dann liege ich im Bett, drück aufs Knöpfchen und dann fährt der Hund. Dann kommt er wieder rein. Ja. Ja, meine Windhunde, die machen das eigentlich auch. Willst du auch mal fahren? Darf ich? Ja, natürlich. Komm, ich fahr mal rein. So, ich komme jetzt mal zu dir. So. Sind wir zusammen oder willst du allein? Du, ich habe nichts zu verlieren. Komm, wir fahren zusammen. Geht's? Ja, es geht. Du, ich bin nicht mehr der Jüngste. Kurz mal gucken. Das ist ja wie auf der Kirmes hier. Warte mal. Jetzt guck mal gerade. Und unten sind wir. Hey Mäuschen. Ja, hallo Mäuschen. Ja, mein Schatz. Hm, hier. Die schon vermisst. Ja. Was denkst du, wie alt er ungefähr ist? Man weiß es nicht. Der Lennox? Ja. Der ist 7. 7? Ja. Der wird jetzt im Mai, wird er 8. So, ja. Da hinten ist der Sonnenuntergang. Genau. Ich zeig's mal ganz kurz. Fest. Mit den Hunden. Ganz viel Hunde. Hallo. Da ist er, der Skooli mit der Sandra. Heute am 11. Gell? 11. Januar, ja. 11. Januar 2022 in der Gemarkung, was ist hier, Wallerfang? Salui irgendwas. Also der Flugplatz heißt nochmal? Salui Düren. Düren heißt er, genau. Und da vorne ist übrigens das ehemalige Sendezentrum von Europa 1. Von Europa. Da standen mal ganz viele Langwellen und Mittelwellen. Ja, die sind tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit gekappt worden. Das war auch so immer, wenn wir hier gesprungen sind, konnte man sich da immer gut dran orientieren. Wenn du die Sendemaste gesehen hast, dann bist du in die falsche Richtung geflogen. So, komm, wir gehen mal schnell auf die andere Seite, dann können wir nämlich das Licht gerade mal benutzen, damit wir ihn noch einmal zeigen. Aber wir haben so gigantisch tolles Licht gehabt heute. Schöner hätten wir es gar nicht treffen können. Und wenn du siehst, dass der Horizont quasi wie ein großer, endloser, komm mal zu mir, dann zeige ich dir das mal durch das Display. Dein Skooli, guck mal hier, siehst du oben das Dach, ja. Das verschwimmt quasi mit, ja. Ach, bin ich nicht poetisch heute? Ja, sieht super aus. Mission Adventure, also wenn ihr Lust habt, läuft noch Spenden irgendwas im Moment? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich es noch offen habe, also. Gut, im Moment ist ja alles gemacht eigentlich, ja? Ist alles gemacht, also das nächste, was halt ansteht oder was vor 2 Jahren eigentlich schon der Plan war, ist halt die USA-Reise. Mhm. Ein halbes Jahr durch die USA. Da ist mir Corona leider dazwischen gekommen. Also eine Woche bevor der Bus zum Hafen gegangen wäre, ist quasi die USA dicht gemacht worden.
Und deswegen hat das vor 2 Jahren nicht geklappt. Und das planen wir jetzt gerade noch mal für dieses Jahr. So, ich überlege gerade, welches Startbild wir nehmen. Ich guck mal gerade. Das ist eigentlich auch ganz gut. Denn der Rollstuhl gehört ja jetzt zu deinem Leben. Den können wir ja wohl nicht verschweigen. Ja. Der ist so. Und ja, aber ohne Bus, ohne Hund, das wird auch kein Leben mehr für dich, oder? Nee, definitiv nicht. Also ohne Hund sowieso nicht und ohne Bus ist es halt auch. Sag mal, als das passiert ist, warst du wenigstens ein bisschen abgesichert, oder? Ja, ein bisschen schon. Ja, ich bin ja Versicherungskauffrau, von daher habe ich so ein bisschen vorgesorgt. Ne? Aber gut, damit rechnen tut man nie. Und gut, das heißt aber auch, bei dir zu Hause musste vieles umgebaut werden, oder? Ja, haben wir aber auch fast alles selbst gemacht. Wir hatten 2 Jahre davor ein Haus gekauft. Ja. Und da waren halt auch Stufen davor. Die haben wir dann halt weggemacht und das Badezimmer halt umgebaut. Aber alles in Eigenregie. Toll. Also das Ganze habt ihr angepasst. Ja, jetzt ist so, man kann das ja kaum nachempfinden, wie das Ganze war, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die neuen Ziele können kommen. Das heißt, Amerika ist ja nicht abgeschrieben, oder? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also ist jetzt in der vollen Planung drin. Ist natürlich blöd, in Amerika fällt da gar nicht mehr auf, oder? Das stimmt. Da sind wir nur einer von vielen. Was waren denn so die schönsten Erlebnisse, wenn du hier unterwegs warst in Deutschland? Tatsächlich 2020, als wir das erste Mal mit dem Bus unterwegs waren, sind wir so ein bisschen durch Deutschland getourt. Und dann haben wir ganz viele Leute abgeklappert, die selbst einen Schulbus haben. Und da sind super schöne Freundschaften draus entstanden. So, zum Beispiel Vorname, wer? Die Patricia. Die Patricia. Die wird sich jetzt freuen. ist sie nett? Ja, also das ist mittlerweile ja mit der wichtigste Mensch. Also ganz enge Freundschaft. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man... Ach, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Aber ich denke... Wir werden weiterhin darüber berichten. Was hast du mal machen können? Wenn du mal irgendwo weg bist, machen wir mal eine Schalte zusammen. Kennst du ja, das? Gerne. Ja. Du nimmst dein Notebook, holst deine Datenflat. Mhm. Wir machen mal so eine Schalte. Du schießt mal ein paar Fotos von außen, dass wir mal sehen, wo du gerade bist. Ja. Also gerade in Amerika, da können wir öfter mal reinschalten. Ja, gerne. Da können wir nämlich auch gerne mal, wenn du noch ein bisschen Kohle brauchst, mal. Aber es ist ja so, es ist ja nicht ganz günstig. Hast du dir mal überlegt, so einen Blog zu machen auf YouTube? Oder dass du über die Reise mal berichtest? Oder bist du nicht der Typ? Ich bin, glaube ich, nicht so ganz der Typ dafür. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das so konsequent machen würde. Also ich finde das cool, wenn das andere machen, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der immer sich so präsentiert. Also das. Jetzt fahre ich normalerweise, fahre ich ja hunderte von Kilometern jetzt demnächst wieder in Richtung München, um Geschichten von Campern zu erzählen und du bist vor der Haustür. Und gut, dass wir es heute gemacht haben. Ja. Es wird gleich schattig. Du weißt das, wir haben Hochdruck. Stimmt. So, wir haben Hochdruck heute am 11. Und hier steht da, powered by Kempf. Das heißt, die haben dir auch ein bisschen geholfen, ne? Die haben mega geholfen. Also ohne die würde ich den Bus nicht fahren können, ne? Also wenn die sich da nicht so viel Mühe gemacht hätten. Okay. Und ja. So, Sandra, noch ein bisschen Werbung für dich. Instagram, also jetzt geht mal bitte auf Instagram drauf und followt mal der Sandra. Ja. Das mache ich nochmal, die Werbung für meine Frau, für die Marlenes Iggis, für ihre Hunde, die sie hat. Aber das machen wir gerne mal. Also geht ruhig mal drauf. Ja. Sind da viele Bilder von dir? Ja, also man sieht sowohl auf meiner Webseite die ganzen Bilder, die ich auf Instagram gepostet habe, sieht man da auch. Also ich setze auch alle Links in die Videobeschreibung mit rein, dass wir das sehen. Ja. Ich gucke mal auf die Uhr, jetzt müsste... Was ist der Riesenvorteil? Jetzt haben wir 17 Uhr. Du weißt noch, vor einem Monat, da war ja 21. Dezember, war ja die Sonnenwende. Die, was haben wir jetzt, 11. 21. Die 20 Tage merkt man, oder? Ja, also es wird jetzt schon wieder, also es bleibt länger hell. Ist das definitiv nicht schlimm, dass denn um 3:30 schon dunkel ist? Ja, aber es wird ja schon wieder besser, von daher ist alles gut. Sandra, ich wünsche dir viel Erfolg. Auch vielen dem, jetzt will ich gerade, wie heißt der Hund noch? Lennox. Genau, Lennox. Da vorne ist er. Er hat wahrscheinlich irgendeine Maus entdeckt. Oh, ist der hübsch. So, und damit will ich es dann belassen. Wir haben dich erwischt. Tschüss, Sandra. Ciao. Ciao.